Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich hätte ja gedacht, dass hier die Bude brennt und alle hier reden wollen. Für die, die jetzt nur meine Rede sehen, bisher haben irgendwie 4 Fraktionen gesagt, nö, wir haben keine Lust zu reden. Gut, ich möchte dennoch reden, denn hier geht es darum, dass wir eine Ausschreibung vergeben müssen, und zwar für ein Winterevent, was in der Stadt stattfindet, also Eisstockschießen, Schlittschuhlaufen und Glühwein trinken und sowas, und was dann von Januar bis März ungefähr läuft und ja, dann die Menschen erfreut oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das wurde ausgeschrieben, soll jetzt vergeben werden. Der Vergabeausschuss hat sich dazu nicht in der Lage gesehen und jetzt ist es im Stadtrat und wird halt öffentlich diskutiert. Das Pikante daran, oder warum ist das eine schwierige Sache? Das Pikante daran oder Schwierige ist, dass die Person oder eine der Personen, die gewonnen hat, die die Ausschreibung bekommt, ist auch in diesem Stadtrat. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Aber bevor jetzt hier irgendwie Legendenbildung kommt und Leute irgendwelche Sharepics machen mit meinem, was ich angeblich gesagt habe, natürlich, wer im Stadtrat ist, hat natürlich das Recht, sich auf Ausschreibungen zu bewerben, hat natürlich das Recht, Ausschreibungen zu gewinnen, hat natürlich das Recht, eine Vergabe zu kriegen, hat natürlich das Recht, mit einem Event in der Stadt entweder horrend viele Schulden zu machen oder horrend viel Geld zu verlieren. Das ist mir doch egal. Das Einzige ist, dass wenn es halt jemand ist, der selbst im Stadtrat ist, dann muss man ein Stück weit genauer hingucken. So, und das Zweite auch, bevor Legendenbildung hier kommt, es geht nicht darum, wenn ich jetzt eine Vergabe mache, also vielleicht erkläre ich das ganz kurz, es gibt eine Ausschreibung, da bewerben sich die Menschen, dann gibt es einen Vergabeprozess und am Ende gibt es einen Gewinner und dann der Vergabeausschuss oder jetzt der Stadtrat entscheidet dann ja oder nein. Aber er entscheidet eigentlich nicht, also er darf nicht in der Sache entscheiden, also mir gefällt das nicht, was da gemacht wurde, sondern wenn mal ausgeschrieben wurde, dann darf man nur gucken, ist denn dieser Prozess richtig gewesen. So, und das ist das eine. Das zweite ist, man darf nicht nach der Nase von der Person gehen oder nach der Partei oder nach der, wie auch immer, ob einem jetzt die Person sympathisch ist oder nicht, oder die Firma, das ist auch egal. Man muss nur gucken, ob dieser Prozess richtig gegangen wurde. Jetzt haben wir eben, keine Ahnung, warum die Linke nichts gesagt hat, weiß ich nicht, weil das wäre interessant gewesen, was da jetzt sozusagen herausgefunden wurde oder nicht. Auf jeden Fall, ich persönlich im Vergabeausschuss, man kann sagen, ich habe nichts gefunden, was irgendwie schlimm ist. Man könnte auch sagen, ich konnte nichts sehen, je nachdem, wen man fragt. Aber auf jeden Fall, quasi nach der Lage ist erstmal, zumindest so viel ich wissen kann, erstmal alles okay. Aber es gibt einen Punkt, der irgendwie im Ausschuss noch nicht gesagt wurde und auch bisher noch nicht thematisiert wurde. Wir müssen den Vergabeprozess von der Ausschreibung von A bis zur Vergabe bis Omega, von Alpha bis Omega müssen wir gucken, als Ausschuss oder jetzt als Stadtrat, ob denn die Vergabe ja mit richtigen Mitteln, sag ich mal, gerecht zugegangen ist. Und jetzt ist es halt so, dass wir die Ausschreibungsbedingungen am 24. August haben wir hier in diesem Stadtrat festgelegt. Und die Ausschreibungsbedingungen wurden vorher in Ausschüssen behandelt. Und bei dieser Entscheidung war die Person, die jetzt die Ausschreibung gewonnen hat, aktiv mit dabei. So. Und es gab ja auch Ergänzungsanträge. Es gab Ergänzungsanträge, dieses Event ja etwas nachhaltiger zu machen. Es gab Ergänzungsanträge, dass man vielleicht als Stadt etwas mehr Geld einnehmen könnte davon. Das ist alles in den Ausschüssen und dann im Stadtrat nicht zum Erfolg gekommen. Das heißt, die Frage, die wir hier behandeln, ist, darf jemand, der im Stadtrat ist, vorher an den Ausschreibungen mitdiskutieren und mitentscheiden und nachher dann die Ausschreibung gewinnen? Oder darf ich das nicht? Das ist die einzige Frage. So, und da ich
sage jetzt mal, ich habe ja in meinem Physikstudium relativ wenig an Jura-Vorlesungen teilgenommen, aber mein Bauch, meine Empfinden sagt mir, das geht nicht. Wenn man schon vorhat, sich für ein Event zu bewerben, dann muss man dann auch, während die Ausschreibungsbedingungen verhandelt werden in den Ausschüssen und im Stadtrat beschlossen wird, ich bin jetzt fertig, muss man dann halt auch sagen, nein, da mache ich nicht mit. So, dann kann man sich bewerben, dann kann man gewinnen, kann man es machen. Und da wir jetzt hier ein Zeichen setzen will, werden wir jetzt der Vergabe hier im Ausschuss nicht zustimmen. Dankeschön.